Hallihallo, Caso wieder hier. Wir waren bei den 600.000 Einnahmen pro Minute stehen geblieben, wenn ich mich so recht erinnere. Übrigens ist das nicht eine herrliche Aufnahme mit dem Sandstrand hier vor der Insel. Naja, so gefährlich die Insel Isla Muertos, ist das Isla Muertos? Sein kann. Genauso schön sieht sie manchmal aus. Isla Muerta, ja. War ich doch noch nicht mal so weit von dem richtigen Namen weg. Okay, hier die Einschienenbahn, die fährt. Wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, ich wollte hier die Gehege in Betrieb nehmen. Oder zumindest die Aussichtsplattform sollten wir ja haben. Aussicht, Dino-Bewertung. Das sieht doch schon mal gar nicht so übel aus. Ja. Versuchen wir mal ein paar Zuschauer hier in die Hälfte von dem Park zu locken. Ich will auf das Hammond-Labor klicken, nicht auf das Umspannwerk. Haben wir eigentlich noch Ceratos im Bestand? Angelo, Edmond, Iago, Strutionius, Velociraptoren. Nein, wir haben keine Ceratosauren, das heißt, wir machen. Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. So könnten wir sie uns verdienen. Ein Omen, falls Sie an so etwas glauben. Was ich natürlich nicht tue. Außer wenn ich es tue. So. Ceratosaurus. Modifizieren. Gucken wir mal, was wir da. Savannenmuster ist schön. Bewertung plus 12. Wenden wir mal an. Da oben war einer mit plus 10. Und ausbrüten. Direkt zweimal. Und da das hier ja dann ein Fleischfressergehege ist, brauchen wir auch noch etwas. Eine Futterstation für die. So, und dann die Sturmabwehrstation steht auf dem Plan. Die Sicherheitsmission, die müssten wir noch abschließen. Och nö. Die möchte ich eigentlich gar nicht abschließen. Vor allem, wie schließe ich die ab, ohne dass die zwei Dinosauriersorten sich gegenseitig an die Gurgel springen?
Sturmabwehrstation brauchen wir. Wie sieht es denn im Moment mit der Sturmabwehrstation Abdeckung aus? Da hinten das Kraftwerk könnte noch eine gebrauchen. Wobei ich auch einfach hier ein Stückchen von der Insel nehmen könnte. Okay, hier unten steht auch eine. Hier ist kein Platz. Hier hinten vielleicht. Da war auf jeden Fall gerade eine Position, an der es funktioniert hätte. Vielleicht bekommen wir damit schon die 60% hin. Und einmal Strom. Die Abwehrstation meckert, dass sie keinen Strom hat. Ich wusste, sie 60%. Sind die richtige Person für den Job. Und wie üblich hatte ich recht. Na, dann geht's ja. Wie sieht's hier mit den Ceratosauren aus? Ja. Bald fertig. Schrei doch nicht so. Was braucht der Dino denn? Er möchte ein bisschen mehr Grasland und ein bisschen weniger Sumpf haben, vielleicht, oder ein bisschen weniger Wald. Dann machen wir hier mal ein paar Bäume weg. So, wo ist der Serato jetzt hier in der Ecke? Im Entwicklungslabor? Der war doch eben noch da. Ja, wo ist er denn? Gehen wir mal auf die Karte. Ah, hier unten. Noch weniger Wald. Wie sieht's jetzt aus? Sieht doch okay aus. Jetzt können wir den zweiten freilassen. Damit sollte sich auch wieder unser Gewinn etwas erhöhen pro Minute. Vorsicht, laut.
uns dabei helfen. Nein, sollten. Mindestens 3 Ceratosaurus-Exemplaren. Nein. Einmal nicht. Weil dafür müssten wir hier ja noch eins brüten und der Bestand ist schon an der Grenze. Weil hier bei Sozial weiß ich nicht, ob noch einer gut wäre. Wir sollten aber eventuell etwas Wasser in dem Gehege platzieren. So, vielleicht noch ein bisschen mehr. Wie sieht es jetzt bei deren Wohlergehen aus? Wo sind sie? Cerato, 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 wo bist du? Da sind sie. Okay, Geborgenheit 100%. Grasland ist im Grünen, Wald ist im Grünen. Wasser können sie jetzt trinken. So, mit einem hab's 3 Badewannen voll Wasser getrunken. Andererseits bei der Größe können die das auch ruhig. Gästeanlagen, weil ich schätze, da kommt, käme bestimmt auch noch gut eine Toilette in der Nähe. Kann man doch bestimmt hier auf irgendeiner Infokarte sehen. Hohe Nachfrage, geringe Nachfrage. Hohe Nachfrage. Das heißt, hier in dem Bereich vom Park sollte es Toiletten geben. Hier ist die Nachfrage relativ gering. Okay, das heißt, wir bauen auf jeden Fall eine Toilettenanlage da in die Ecke. Ja, hier sollte man auch eine in die Nähe bauen. Das ist ein Fast-Food-Restaurant, das ist keine Toilettenanlage. Ah, da könnte ich sie hinbauen. Ich glaube, das mache ich auch. So in etwa. Und dann gucke ich mal, ob ich da unten die zweite auch noch hinbekomme. Also hier in dem Bereich bestimmt nicht. Hier könnte es irgendwo passen.
Eine Futterstation muss aufgefüllt werden. Okay. Okay, also hier ist Gebäudebeschränkung. Warum? Wegen dem Strommast vielleicht. Keine Ahnung, aber verbinden wir die wieder? Ich glaube, ich verbinde die auch so. Geht nicht. Dann doch wieder quer drüber. Eine Futterstation muss aufgefüllt werden. Die hier bei den Raptoren. Ranger-Station. Aufgabe hinzufügen. Einmal auffüllen bitte, das auffüllen, das auffüllen. Dann zurück. Aufgabe hinzufügen. Hier, die wird auch bald leer sein. Die Station und die Station. Und das dritte Team kümmert sich hier um die Station. Und darf eine Reise quer durch den Park unternehmen. Habe ich hier kein Tor drin? Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Nein. Ah, ist noch fast voll. Okay. Ich wollte mich ja hier um die Gäste kümmern. Da könnte noch eine hin. Probieren was. Vielleicht geht dadurch die Nachfrage hier auch runter. Was? Okay, Raptoren greifen das Venture-Team an. In Gefahr. Ja, ich glaube, die mögen nicht, wenn die Menschen in die Nähe von ihrem Futter kommen. Ein Sturm nähert sich und wie wir wissen, drehen dann unsere Raptoren wieder durch.